Yo, meine Sparköpfe, willkommen zu einem neuen Video hier bei Sparen mit Kopf. Und auch in diesem Video geht es nicht ums Geld, sondern es ist der zweite Teil zur kleinen Reihe zur besseren, richtigen Kommunikation. Du kriegst jetzt von mir 7 Tipps, wie du erfolgreicher kommunizieren kannst, dir dadurch eventuell Frust oder Ärger sparen kannst, weil dich dein Gegenüber einfach nicht versteht, nicht verstehen möchte, das vielleicht einfach falsch ankommt, was du sagst, oder aber auch, weil natürlich dein Gegenüber das, was er sagt, völlig falsch verpackt und du überhaupt nicht damit einverstanden bist, wie er dir das jetzt so sagt. Dazu habe ich ja im ersten Teil dir mal kurz das Sender-Empfänger-Modell vorgestellt. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, dann siehst du es hier kurz einmal und auch am Ende des Videos werde ich es dir noch einmal verlinken. Dann kannst du da noch mal reinschauen, dann weißt du ein bisschen besser, wovon ich hier rede. Gut, und dann lass uns jetzt direkt zum ersten Tipp kommen. Und der erste Tipp geht um das Warum und das Was. Warum willst du eigentlich gerade mit dem Gegenüber kommunizieren und was willst du dabei erreichen? Hat diese Kommunikation ein Ziel? Möchtest du zum Beispiel, dass dein Gegenüber etwas für dich tut? Möchtest du zum Beispiel, dass dein Gegenüber für dich den Müll rausbringt, eine Aufgabe erledigt und so weiter? Was ist das Ziel deiner Kommunikation? Kannst du diese Frage beantworten? Nicht jede Kommunikation, nicht jedes Alltagsgespräch hat natürlich ein Ziel, aber manche Gespräche haben und sollten ja auch ein Ziel haben und dessen sollte man sich auf jeden Fall vorher bewusst sein. Und dementsprechend solltest du dir dann auch überlegen, okay, was will ich jetzt und was will ich dann sagen? Was will ich denn wirklich ausdrücken? Vielleicht kennst du ja diese Situation, wo jemand zu dir irgendwas sagt, wo du denkst, ja, okay. Zum Beispiel hat meine Freundin mir früher einmal eine SMS geschrieben, Schatz, draußen ist es so dunkel. Ja, dachte ich mir, hab dann auch, glaube ich, zurückgeschrieben, irgendwie so, ja, ist richtig. Ja, was wollte sie mir eigentlich damit sagen? Ich sollte sie vom Bahnhof abholen, weil es schon spät war und sie wollte nicht alleine nach Hause gehen. Aber anstatt das halt auszudrücken, ganz genau so auf den Punkt, bitte hol mich vom Bahnhof ab, sagte, es ist dunkel draußen. Ja, vielleicht hattet ihr auch schon mal so eine Kommunikation, wo irgendjemand irgendwas gesagt hat und das, ja, okay. Naja, das solltet ihr auf jeden Fall euch vorher überlegen, warum führst du die Kommunikation? Was willst du mit dieser Kommunikation, mit diesem Gespräch erreichen? Und was willst du dann auch sagen? Und das sagst du dann. So, kommen wir zum zweiten Tipp. Und dieser und auch einige danach drehen sich um das Wie. Wie sagst du etwas? Du kennst ja sicherlich den Spruch und das ist der zweite Tipp. Der Ton macht die Musik. Wahrscheinlich kennst du diesen Spruch, aber jetzt solltest du dich wieder einmal fragen, denkst du auch wirklich immer daran? Vielleicht kennst du auch solch eine Situation, wo dir vielleicht schon mal jemand gesagt hat, kannst du jetzt nicht mal dein Zimmer aufräumen? Kannst du jetzt nicht mal den Müll rausbringen? Ne? Wo du dir dachtest, sag's doch einfach vernünftig. Ne? Was ist jetzt daran so schlimm, in ganz normalen Worten das rüberzubringen, was du mir gerade gesagt hast? Dann hätte ich es auch gerne getan. Aber so, wie du es jetzt gesagt hast, nee, so habe ich keinen Bock. Und vielleicht hattest du auch schon mal so eine Situation, und dementsprechend solltest du natürlich auch darüber nachdenken, wenn du kommunizierst, wie bringst du etwas rüber? Besteht überhaupt die Notwendigkeit, zum Beispiel etwas inbrünstiger und etwas energischer zu reden oder etwas ruhiger? Oder macht das eigentlich gar keinen Sinn? Und dann brauchst du natürlich auch gar nicht irgendwie lauter oder so werden. Und damit dann auch Punkt Nummer 3, was auch dem Wie ist. Benutze nicht so oft Verallgemeinerungen. Wir machen das ständig, dass wir Verallgemeinerungen nutzen. Du bist immer unpünktlich, du bist immer unordentlich. Nie räumst du dein Zimmer auf. Das haben wir schon im Kindesalter haben wir das schon beigebracht bekommen. Immer diese Verallgemeinerung. Und wenn wir einfach mal ehrlich sind, ist das doch sicherlich nicht wahr. Bestimmt war diese Person oder auch du, wenn dir das gesagt wird, schon mal pünktlich. Du bist nicht immer unordentlich. Du räumst auch mal dein Zimmer auf und so weiter. Deswegen ist solch eine Verallgemeinerung einfach schlicht und ergreifend gelogen. Und hier noch ein anderer Aspekt, wenn du auch mit dir selber kommunizierst und dir selber vielleicht sagst, ach Mann, immer geht alles schief, immer habe ich Pech, immer mache ich alles schlecht und nie kann ich es jemandem recht machen und so weiter. Stimmt denn das wirklich? Bist du immer nur schlecht oder hast du auch schon Dinge richtig gut getan? Und dann solltest du auch einmal daran denken, denn
diese Verallgemeinerung, vor allem im Monolog mit uns selbst, die werden richtig an unserem Selbstvertrauen nagen, wenn wir das halt eben ständig machen, wir uns ständig selbst runter machen und eben dabei diese Verallgemeinerung irgendwie treffen. Tipp Nummer 4, stelle dein Gegenüber niemals bloß. Also versuche in deiner Kommunikation niemals dein Gegenüber irgendwie wirklich so auf den Schuh zu treten, dass er sich halt wirklich dann schon wieder angegriffen fühlt, und denke dabei an mein voriges Video, dann gibt es immer nur die zwei Möglichkeiten, Flucht oder Angriff. Das ist so tief in uns verankert, in unserem sogenannten Stammhirn, unserem Reptiliengehirn. Das sind die Urinstinkte. Wenn wir uns bedroht fühlen, dann Angriff oder Flucht. Und dementsprechend, wenn du jemanden bloßstellst und er sich dadurch angegriffen fühlt, wird er eben auch entweder angreifen oder die Flucht ergreifen. Und in beiden Aspekten, in beiden Möglichkeiten ist die Kommunikation dann meist gescheitert. Endet in einem Streit oder eben, dass der andere sich einfach umdreht und weggeht oder halt einfach gar nichts mehr sagt. Tipp Nummer 5, und das umfasst auch eigentlich eher wieder zwei Aspekte. Zum einen, sei ein guter Zuhörer und damit verbunden, schenke deinem Gegenüber wirklich volle Aufmerksamkeit. Vielleicht kennst du das auch, wenn du schon mal mit einem Kumpel gesprochen hast oder einem Arbeitskollegen, du redest, du erzählst irgendetwas, vielleicht sogar etwas, was dir wirklich wichtig ist. Und dein Gegenüber daddelt auf einmal da am Handy rum, guckt bei Facebook, guckt vielleicht in der Gegend herum, was geht da gerade ab, was ist da gerade los, hört vielleicht noch bei einem Gespräch nebenan irgendwie mit, was die erzählen, und ist überhaupt nicht bei dir. Nun, was passiert dann? Du wirst dich einfach nicht ernst genommen fühlen und dir sagen, Mensch, mit wem rede ich hier gerade? Dann brauche ich auch gar nicht mit dir reden. Und eben genau das passiert auch, wenn du deinem Gegenüber keine Aufmerksamkeit schenkst. Deswegen sei immer bei deinem, vor allem wenn es ein wichtiger Dialog ist, ein wichtiges Gespräch, entweder für dich, für dein Gegenüber oder auch für euch beide, dann sei wirklich voll bei dem Dialog und dann sei wirklich ein guter Zuhörer. Und das meint eben nicht, dass du halt nur dann da sitzt und sondern dich auch wirklich dann beteiligst, dass du vielleicht nochmal nachfragst, oh, in dieser Situation, da hast du dich nicht gut gefühlt, warum? Was hätte ich dir da zum Beispiel helfen können, wenn es in eine entsprechende Situation ist? Und so weiter, also, dass du wirklich Interesse daran äußerst, an den Äußerungen deines Gegenübers, ja, und nicht einfach nur ein passiver Zuhörer bist, sondern hier lautet das Zauberwort sozusagen aktives Zuhören. Tipp Nummer 6 umfasst auch wiederum zwei Aspekte, nämlich wenn du merkst, dass Emotionen in dir kochen, entweder weil du etwas sagen möchtest oder weil jemand anderes dir etwas gesagt hat, was jetzt Emotionen in dir ja aufkochen lässt, zum Beispiel Wut oder Ärger, dann atme tief durch, zähl am besten innerlich bis 3 und überlege in dieser Zeit entweder, was möchtest du nun wirklich sagen, falls du aufgebracht bist und eine Information rüberbringen möchtest? Entschuldigung. Oder aber du denkst darüber nach, okay, was hat jetzt vielleicht mein Gegenüber dazu veranlasst, mir das so zu sagen, wie er das jetzt gesagt hat? Habe ich vielleicht einen Fehler begangen? Ist der andere einfach nur schlecht gelaunt? Was kann ich vielleicht tun, um diese Situation in ein Positives zu bringen, einen Streit zu vermeiden, wenn er sich vermeiden lässt und so weiter. Also, wenn Emotionen in dir hochkochen, bleib ruhig, zähl bis 3, denke erstmal drüber nach und dann kannst du dementsprechend handeln. Und der zweite Aspekt, der sich daran anschließt, wenn dir etwas nicht passt, wie dir etwas jemand gesagt hat, entweder durch die Sprache oder in der Form, ne, Ton macht die Musik, dann sage das ganz offen. Sage, du, ich verstehe nicht, warum du gerade so mit mir sprichst. Ich finde dafür keinen Grund. Hast du gerade einfach irgendwie schlechte Laune? Habe ich dir was getan? Woran liegt es, dass du jetzt so mit mir redest? Ich bin nicht dazu bereit, so mit dir zu reden. Ich lasse so nicht mit mir reden. Wir können gerne weiterreden, wenn du jetzt deinen Ton verbesserst. Wenn du mir sagst, was dein Problem ist, dann können wir darüber sprechen. Aber so rede ich nicht mit dir. Ja? Spricht überhaupt nichts dagegen, das auch so ganz klar und offen zu äußern. Und hier auch wirklich eine Grenze für dich zu setzen und zu sagen, nö, stopp, so nicht, wir können gerne miteinander reden, aber dann auf eine andere Art und Weise. Und Tipp Nummer 7, der wird dich jetzt vielleicht auch überraschen oder vielleicht bist du auch nicht ganz damit einverstanden, aber manchmal ist es wirklich auch einfach besser, die Klappe zu halten.
Wenn du vielleicht in einem Gespräch bist, wo du wirklich jetzt merkst, das führt zu nichts mehr, ja, das hat sich irgendwie vielleicht festgefahren, diese Diskussion oder dieser Streit, ja, dann brech einfach vielleicht ab, wenn es die Situation möglich macht, und dann, ja, führst du diese Kommunikation, diesen Dialog vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Oder aber auch, wenn du vielleicht gar nicht erst in einen Dialog involviert bist und du aber auch überhaupt nichts zu sagen hast, vielleicht kennst du das bei Facebook. Es gibt diese Menschen, nicht nur bei Facebook, auch in anderen Foren, die wirklich zu jedem Scheiß ihren Senf zutragen möchten. Dabei sind sie überhaupt gar nicht betroffen. Niemand interessiert ihre Meinung. Vielleicht ist ihre Meinung auch überhaupt gar nicht, ich sage einmal, irgendwie großartig relevant, aber sie wollen sich wieder einmal äußern. Und ich denke, du stimmst mir dazu, wenn man da dann einfach sagt, das ist einfach nur nervig. Und man denkt sich dann immer so, Mensch, halt doch einfach die Klappe. Und vielleicht ist es dann auch besser, dass wir denn mal in einer entsprechenden Situation die Klappe halten. Hierzu habe ich noch ein kleines Beispiel. Da hatte ich mich mit Freunden in einer Bar getroffen. Und die haben alle so über Haustiere gesprochen. Die hatten alle so eine Katze. Die waren halt Katzenmenschen. Die fanden Katzen besser als Hunde. Haben darüber gesprochen. Ne? Hier, Katze da. Mir ist das eher so, sag ich mal, egal. Ich habe noch kein Haustier. Wenn, dann wäre ich aber eher der Hundemensch. Und deswegen war ich einfach ruhig. Ich habe mich da zurückgehalten. Auf einmal kam aber noch ein anderer Kumpel hinzu, hatte sich dazugesetzt, 3 Minuten zugehört, es ging weiter um Katzen und auf einmal haut der raus, ich hasse Katzen, Hunde sind viel geiler, Katzen, wenn ich das schon höre, bla bla bla. Ja, der hatte sich innerhalb von 5 Sekunden sowas von aus dem Gesprächskreis sozusagen geschossen, dass er sich nicht mehr wundern brauchte, dass den ganzen Abend niemand mehr so richtig mit ihm kommunizieren wollte, da er sich einfach mit seiner Meinung, die er ja haben darf, das ist ja in Ordnung, er darf ja diese Meinung haben. Aber in diesem Kreis, in dem wir uns jetzt nun befanden, wo vielleicht 8 Leute für Katzen sind und einem ist das scheißegal, der hält seine Fresse und der eine ist jetzt da, der jetzt denkt, er muss hier sozusagen einen Konflikt herbeiführen, indem er sagt, Katzen sind scheiße. Ja, da ist er selber schuld. Also letzter Tipp, vielleicht auch mal einfach die Klappe halten zu bestimmten Themen. Jeder darf seine Meinung haben, aber nicht immer interessiert vielleicht deine Meinung. So ist es nun mal, tut mir leid, wenn ich das so ehrlich sagen muss, aber ich halte mich auch dann lieber zurück, bevor ich ja irgendwas vielleicht Unqualifiziertes sage oder mich eben auch in einer entsprechenden Gruppenkonstellation völlig ins Ausschieße. So, das waren 7 Tipps für richtige, bessere Kommunikation, das dir Frust und Ärger im Alltag ersparen kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hier siehst du jetzt noch einmal mein erstes Video zum Sender-Empfänger-Modell, wo ich auch schon einiges über Kommunikation gesagt habe. Gerne kannst du auch noch auf sparenmitkopf.de vorbeischauen, wenn du mal ein bisschen Geld sparen möchtest. Das ist ja eigentlich so das Hauptthema dieses Kanals. Ja, und sonst kannst du noch den Kanal gerne abonnieren für mehr hilfreicher Videos und Tipps rund ums Thema Geld sparen, aber auch um andere Dinge zu sparen, Zeit, Ärger, Frust und so weiter. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Chris von Sparen mit Kopf.